Was sagt denn die Polizei? Dass es wahrscheinlich wirklich Sabotage war. Aber auch wenn, dann könnt ihr wirklich nur eine Anzeige gegen Unbekannt machen, ohne Zeugen. Ja, dann müssen sie ja Zeugen suchen. Das ist doch... Herrgott, das ist doch ein Attentat, so etwas. Aber wer würde denn sowas machen? Der Herr vielleicht, aber ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. Oder Maurizio. Also Maurizio, das wäre ja wahnsinnig. Aber wo soll denn sowas manipuliert worden sein? Wart ihr auf einer Raststätte? Nein, wir haben ja nie nicht angehalten, wenn schon vor dem Abfahren. Frau Brems, sind die erst auf der Landstraße ausgestiegen, oder? Ja, also ich habe es erst gemerkt, wo ich schnell bremsen musste von dieser grossen Kurve. Und dann habe ich gemerkt, Scheiße, es reagiert nicht. Und dann habe ich es nicht mehr geschafft. Dann hat es uns rechts überschlagen, darum hat es mir auch weniger gemacht, weil ich oben gelegen bin. Vorher hast du nicht gemerkt, dass etwas mit deinen Bremsen nicht stimmt? Schon. Also, beim Abfahren habe ich irgendwie gemerkt, dass das Bremspedal ein bisschen weicher, eingestellt ist. Aber es war eigentlich alles okay gewesen. Oh Gott, einfach viel zu früh wieder auf der Arbeit. Ich hätte warten, bis Julia die Matur hat. Wir denken immer, sie seien erwachsen, aber... Nein, es ist doch meine Schuld, dass das passiert ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich zu schnell gefahren bin. Oh, jetzt hört doch auf, das bringt jetzt echt nichts, sich Vorwürfe zu machen. Ja, vielleicht hat wirklich jemand an den Bremsen rummanipuliert. Aber wer? Weiss es eigentlich der Maurizio schon? Ich habe ihn heute Morgen versucht anzuläuten, aber er fliegt im Moment Langstreckenflüge und kommt erst heute Abend ins Tokio zurück. Oh, Julia, es tut mir so leid. Komm, hock ab. Willst du einen Tee oder musst du gleich liegen? Nein, ist alles okay. Oh, Julia, ich fühle mich so mies. Vielleicht die Polizei schaut jetzt ab. Okay, es ist alles okay. Es ist alles vorbei. Hast du etwas gegessen? Was hättest du gerne? Es hätte einen Gnocchi oder... Einen Tee. Was hättest du denn gerne für einen Tee? Schwarztee, Früchtetee? Julia, was ist? Was hast du? Mein Kind ist weg. Oh, Julia, Schatz, es wird alles wieder gut. Wir gehen ablegen. He? Ich komme mit dir. Der Doktor hat ja gesagt, du musst die Woche im Bett bleiben. Ich bin bei dir, Julia, ich bin bei dir. Wir legen ins Bett, denken uns, wie alles wird werden. Wie schön und wie spannend. Wir machen etwas ganz Neues. Es wird alles gut, Julia. Nein, das hast du nicht. Zähl mal auf mit dem pathetischen Scheiß. Doch, aber sie redet ja nicht einmal mehr mit mir. Wie sie nur noch den Daniel im Kopf hat. Außerdem hat sie einen Schock gehabt, das ist normal. Komm, wir gehen zu unten. Komm. Hey, Katrin. Julia könnte tot sein, während ich... Also, ich bin so eine gottverdammte Egoistin. Was? Nein, was redest du denn da? Ja, es kommt mir wie eine Strafe vor. Was ist ausgerechnet jetzt passiert, das ist einfach kein Zufall. Eine Strafe, wofür denn das? Du hast überhaupt nichts Böses gemacht. Ach, ich habe nur noch an Aktien gedacht und Hotelkette und Chefin von Chocolat Blanc werden. Jetzt wird mir überhaupt erst bewusst, wie daneben ich war. An dem Abend vom Unfall bin ich... Oh, ist doch sowieso alles gleich. Soll doch den Frick Chocolat Blanc übernehmen. Katrin, du kannst jetzt nicht aufgeben. Ich wollte einfach nur im Mann. So, du ruhst dich jetzt ein bisschen aus, ja, legst dich hin und morgen reden wir nochmal drüber, okay? Das ist der Maurizio. Ja, super. Thomas, hoi. Ciao, Maurizio. Was ist passiert? Lotte da nicht. Komm zuerst mal rein. Hoi, Lotte. Hoi. Was ist los? Julia hat einen Autounfall gehabt. Was? Wo ist sie? Ja, was ist sie? Beruhig dich, sie hat nur eine Hirnerschütterung und ein paar Prellungen. Aber sie hat das Kind verloren. Hm? Unser Kind? Das kann nicht sein. In welchem Spital ist sie? Ich muss sofort... Aber sie schlafen, sie dürfen nicht gestört werden wegen der Hirnerschütterung. Ich muss sofort zu ihnen. Marito, warte. Ich gehe schauen, ob sie schlaft. Wo warst eigentlich du letzten Freitag? Ich? Bei der Mama, daheim. Wieso? Also,
Es war wahrscheinlich gar kein richtiger Unfall. Irgendjemand hat die Bremse sabotiert. Julia, was ist passiert? Was ist passiert? Einlass mich bitte. Unser Kind. Unser Kind ist tot. Wieso ist das passiert? Wieso ist das passiert? Die Kind. Wenn du bei mir geblieben wärst, dann wäre das nie passiert, Julia. Nie! Hör doch auf mit dem Theater. Du bist das Schuld an einem Unfall. Nein, lass, er hat nichts damit zu tun. Was ist los? Ich kann mich zufällig noch erinnern, was du hier letzten Freitag erzählt hast. Wenn du zu oben nicht zurück bist, dann passiert etwas. Hä? Kommt es langsam wieder? Was erzählst du da? Warum hast du mich vorher gefragt, wo ich war? Hä? Und wo bist du? Das ist ein Komplott. Die wollen mich auch fertig machen, stimmt's? Maurizio, das stimmt nicht. Aber irgendjemand hat an meinem Auto den Bremsen... Ihr seid total krank. Krank seid ihr! Wieso? Warum soll Wieso etwas machen, hä? Hört auf, er war es nicht. Julia, leg dich an, wir gehen. Maurizio, siehst du es denn nicht? Ich liebe den Daniel. Ich gehöre zu ihm. Ich glaube, du gehst jetzt besser. Ich gehe sowieso zurück auf Sizilien. Julia, mit dem wirst du nie glücklich. Nie! Mit dem wirst du nie glücklich. Julia? Du hast Besuch. Schneehäsli. Wie geht's? Haben sie dich endlich heimgenommen? Papi, du. Was machst du für Sachen? Schön, dass du mich schon wieder besuchst. Ich mach mal Tee. Gut. Und nachher hocken wir noch alle zusammen. Und rede ein bisschen über unsere Zukunft. Was für eine Zukunft? Nicht die von unserer Familie. Wir müssen doch wieder zusammenwachsen. Du bist so weit weg die ganze Zeit. Ich weiss. Es tut mir leid. Ich habe mich überhaupt nicht um dich kümmern, immer nur arbeiten. Aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt schaffst du nicht mehr? Nein. Ich bin arbeitslos. Ehrlich? Und was machst du jetzt? Nicht. Ich warte einfach, bis etwas kommt. Etwas Neues. Ja, toll. Wunderbar. Sag mal, wie wäre das eigentlich, wenn wir regelmäßig solche Familienabende machen? Was meint ihr dazu? Das wäre schön. Und die Mami? Ja, bitte, Kathrin, natürlich, ist ja klar. Die ist im Moment ziemlich busy. Fast jeden Abend Sitzungen, verstehst du? Wie du früher. In dem Fall war es wirklich Sabotage. Und wer? Das wissen sie eben nicht. Der Willi hat gestern auf der Polizei ein Foto anschauen. Und heute haben sie ihn nebenan mitgenommen, um zu identifizieren. Also, ich habe ihm gesagt, er soll sofort hierher kommen. Haben Sie ein Foto von Maurizio? Ja, Julia hat eins müssen geben. Aber ich bin ganz sicher, dass der dahinter steckt. Ich habe ihm gesagt, er ist zu so etwas fähig. Nichts jetzt eh nicht spekulieren. Vielleicht wissen wir jetzt ja gerade mehr. Sorry, Thomas. Du kommst wegen dieser Autogeschichte. Ist die Lilian rum? Ja, klar. Ja, wo meine? Hast du ihn identifiziert? Ja, du, das ist im Fall zackig gegangen. Die haben den schon geschnappt. Das ist nicht wahr. Ja, wer ist es? Ja, und natürlich auch nicht gekannt. Aber bei der Verhaftung war ich dabei. Es sei für die Polizei offenbar kein Unbekannter. Ja, aber das ist doch absurd. Wieso sollte irgendjemand unser Auto sabotieren? Einfach so ohne Grund. Es war nur ein Handlanger. Da steckt ein anderer dahinter. Ja, und haben sie gesagt, wer? Ja, ja. Und sie haben schon geschnappt. Die haben nur müssen zu dem mit der Wohnung. Wer denn? Ja, eben. Das habe ich auch nicht recht verstanden. Irgend so ein Fischname. Al. Der Al. Ich hab's gewusst. Aber nein, Kathrin Frick hat nicht angerufen. Dein Vater hat auch nicht angerufen. Niemand ruft an. Die wissen doch alle, dass du mit Julia verreist bist. Wie geht's dir denn wegen dem Kind? Ja, meins tritt immer mehr. Ist ein irres Gefühl. Und außerdem werde ich von Tag zu Tag fetter. Wir haben Kuhne, Sabine. Wir haben Kuhne auf ganzer Linie. Die beiden Jungs sind da, Thomas und sein Freund vom Militär. Die haben doch heute Prozess gehabt. Willst du mit Thomas sprechen? Nicht dem Urrassist nehmen sie todsicher den Leutnant weg. Vielleicht kommt er sogar in den Knast. Wir sind freigesprochen. Freigesprochen, Mami! Du, ich glaube, er ruft später nochmal an. Die müssen jetzt erstmal was trinken hier. Ja? Ciao. Oh. Endlich will man bequemes Essen. Wunderschön. Hast die schönen Frauen vermisst? Siehst du mal, Thomas, er findet mich schön, auch mit dickem Bauch. Sagt das Sabine, Niefnecker hat keine Chance gehabt.
Aber ein bisschen Schiss hattet ihr doch, oder? Verständliche Panikreaktion heisst das Urteil. Und das war sexy, gell, Philipp? Ja. Ey, Vorsicht. Oh, sorry. Hättest du es vor dem Gericht gesehen? Zwei Typen vom Nivenegger haben auf uns gewartet, aber wenn du es austrickst. Fällt dir etwas auf, Philipp und mir? Ihr seid beide unwiderstehlich? Er ist schwarz, ich bin weiss. Ja, black and white, und? Genau so heisst unsere neue Antifaschogruppe. Wie die zwei Terrier auf der Whiskyflasche? Ja, genau. Die wollten mit Stein auf uns rühren vor dem Gericht Sabina. Und du hast einfach eine riesige Wut im Bauch, Thomas. Das macht es doch nicht politisch. Ich meine, ein bisschen Vernunft braucht es auch. Oh, Vernunft. Mit dem rechnen sie ja genau. Dass wir vernünftig sind und sie schlägt drin. Aber das ist doch völlig bescheuert, jemandem eins über die Mütze zu geben. Das ist auch so humorlos. Mach doch du einen witzigeren Vorschlag. Mehr Farbe fürs Volk. Na ja, gut, es ist wenigstens ein bisschen toleranter. Wischiwaschi-Toleranz. Wir müssen Partei nehmen, das ist wichtig. Wir sind eine Partei für die ärmsten Sieche in unserem Land. Das sind doch einfach Sprüche, Thomas. Keine Schlägerpartei in der Schweiz. Ich meine wegen Black and White, look. Ich kann in die RS gehen, ich kann den ganzen Schweizer Schritt durchgehen wie alle anderen auch. Aber ich bleibe anders als ein Bergbauer. Auch wenn ich es eigentlich ein bisschen anlege. Ein Bergbauer? Ja, aber die sieht man es nicht so an. Und mir sieht man es an. Immer. Ich meine, mir ist doch klar, dass euch das gar nicht mehr auffällt, dass ihr das gar nicht mehr seht. Aber ich merke den Unterschied. Und was Toleranz betrifft, Sabina, ich habe keine Lust, die ganze Zeit dafür zu kämpfen. Ich werde akzeptiert werden als Schweizer. In der Schweiz, das ist alles. Ja, das verstehe ich auch, Philipp. Was ist jetzt mit unserer Gruppe? Ich laufe einfach sicher nicht als Zielscheibe für irgendwelche rechtsextremen Schläger durch die Stadt. Das verlangt ja niemand.